Hallihallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das hört sich so dämlich an, wenn man das sagt. Willkommen in Nicoles Bastelbude. Nur, wir basteln heute nicht. Wir gucken mal, was die Mami alles gekauft hat. Mene war so lieb und hat mich nach Zeven gefahren. Hin anderthalb Stunde, zurück eine Stunde. Hin anderthalb wegen blöder Baustellen. Es war am 7.9.2024. Wir hatten im Auto bestimmt so 50 Grad. Es war schwül, es war drückend, es war einfach nur anstrengend. Also ich war selten nach anderthalb Stunden Autofahrt so kaputt. Klar, man kann Klimaanlage anmachen, aber ganz ehrlich, das kostet Benzin ohne Ende. Ne? Und ja, denn auf der Fahrt dahin hat sein Auto auch noch zweimal rumgesponnen, irgendwelche Motorkontrollleuchten angegangen. Er dann rechts rangefahren, den Fehler einfach radikal mit seinem komischen Stecker einfach mal gelöscht, weil drauf ge... Ja, sind wir die ganze Strecke hingekommen, auf dem Rückweg wieder, Lampe, er wieder gelöscht, ja, bis nach Hause, alles gut, heute auch alles gut. Also, er sagt, das hat er öfter mal, deswegen hat er sich diesen komischen Stecker geholt. Dann liest er das aus, löscht den Fehler und dann läuft das wieder. Ich würde ja so nicht fahren können. Ich bin da ja, ich werde ja leicht hysterisch, wenn da irgendwas leuchtet, was da nicht leuchten soll. Aber gut. Wir waren deshalb in Zeven, weil ich dachte, dieser Laden ist besser aufgestellt als die, die wir hier in der Nähe haben. Na, wir haben ja hier in Schwarzenbek, ca. 25 Kilometer entfernt, ach, der Laden, den mag ich nicht so gern. Die sind erstmal immer fürchterlich hinterher. Nicht wirklich schön aufgeräumt. Wobei das nicht an dem Laden liegt, sondern an dem Klientel, was da alles angrabbelt, rausreißt, woanders wieder hinschmeißt. Das ist ja in jedem Laden so. Die Leute räumen es ordentlich ein und ich weiß auch nicht, warum ich irgendwo was rausreiße, es mir in den Wagen schmeiße und drei Regale weiter, ach nee, will ich doch nicht und schmeiße das irgendwo hin. Warum? Ich meine, wenn ich was einpacke, will ich es haben, oder? Und wenn ich es nicht haben will, dann wackel ich zurück und packe es dahin, wo es hingehört. Möglichst ordentlich. Also ich jedenfalls, aber wahrscheinlich gehören alle, die das machen, zur aussterbenden Spezies. Also diese Fummler und Grabbler und Aufreißer, also ich finde die schlimm. Ganz ehrlich, macht einem das Einkaufen. Ich verstehe dann auch die Leute, die keinen Bock mehr haben, die Regale ordentlich einzuräumen. Weil es in 10 Minuten wieder so aussieht wie vorher. Also, dass da denn die Frustrationsschwelle etwas höher ist, ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde da schreiend durch den Laden laufen, wenn ich da arbeiten würde und jeden anbrüllen, wenn ich sehe, dass der irgendwo was hinpackt, wo es nicht hingehört. Ich würde so austicken. Naja, wir waren jedenfalls in Zeven, weil ich dachte so, der Laden, wir waren da jetzt erst zweimal, jetzt, also das dritte Mal. Also einmal war mein Männer alleine da, einmal waren wir zusammen da und jetzt nochmal. Und jedes Mal haben wir eigentlich fast alles gekriegt, was ich haben wollte. Und auch dieses Mal ist es wieder so, dass wir fast alles gekriegt haben, was ich haben wollte. Ich bin natürlich wegen der Weihnachtsblöcke und so hin, ne? Ah, was soll ich sagen? Genau das war nicht da. Also es waren drei verschiedene von den 30x30 Blöcken da. Aber mir, die waren mir zu duster, die beiden anderen. Ich weiß nicht, das hatte irgendwie... Und den ich haben wollte, diesen hellen, so mit Pastell und so, na, den hatten sie natürlich nicht, weil den wollte wahrscheinlich jeder haben. Naja, und habe ich noch einen gekriegt, den habe ich mir dann gleich dreimal sogar mitgenommen, ja. Weil, ja, Adventskalender, Bastelei geht los. Ich brauche da immer viel Weihnachtspapier, das ist einfach so. Witzig ist, ich habe es geschafft. Könnt ihr das sehen? Ja. Da, die Summe. Sowas von glatt, 150. Tsching. Das kriegt man ja auch nicht so immer hin, ne? Gut. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern. Ihr seht, bei 150 Euro, das kann länger dauern. Fangen wir mal an. Die üblichen Chips. Also das ist Basteln und Fressen und alles, ne? Also, wenn jemand nur Basteln gucken will, ja, dann spult halt vor. Ist mir egal.
Das sind die Superschiebs. Keine Ahnung, was die kosten. Das sind so viele Posten hier. Irgendwo steht's hier bestimmt. Ach Gott. Ich hätte das vielleicht mal vorher irgendwie in irgendeiner Form. Das ist doch doof. Ah. Wisst ihr was? Ich sage euch den Preis, wenn ich ihn finde. Wir machen jetzt einfach weiter. Also die Lace haben wir mitgenommen. In verschiedenen Sorten, glaube ich. Was auch noch mit Nüsse war. Oh, Entschuldigung, das knistert. Haribo Halloween, ganz wichtig. War irgendwas mit 4 Euro paar zerquetschte, glaube ich. Wir machen es anders. Ich versuche das jetzt mal in der Reihenfolge des Erscheins da raus zu popeln. Da. So. Snickers. Kosten 4,19 Euro. Ist ein 10er-Pack. Haben wir dreimal mitgenommen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben im Keller Ratten oder so. Ne, wir kaufen immer so 3-4 Packs davon. Oder 2-3 Packs. Dann kommt das in den Keller. Und nach 3 Wochen ist nichts mehr da. Es ist einfach alles weg. Inklusive Verpackung. Also, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, woran das liegen könnte. Also, die haben wir. Dann haben wir auch 4,19. Hat er auch dreimal eingepackt. Naschkram kauft übrigens immer mein Mann. Wir gehen ja mal mit 2 Wagen durch. Weil mit meinem Rücken, ich muss mich ja mit meinem Einkaufswagen immer hängen. Und ja, dann trennen sich unsere Wege im Laden so. Ich hänge dann meistens an der Bastelsachenabteilung oder beim Handwerkerkram. Und er butschert alle Regale ab. Und immer wenn er was findet, dann gleich immer 2-3 Mal. Also auch gekostet 4,19. Auch mit 3 Mal mitgenommen. Ich weiß auch nicht, warum man mir das jetzt hier alles 3- und 4-fach hingelegt hat. So. Lions. Da von Action schmecken die weg. Wenn man sich normalerweise Lions holt, muss man ja befürchten, dass einem der Schneidezahn wegbricht. Bei denen von Action nicht. Das Karamell ist weich. Der Keks ist knusprig. Die schmecken saufrisch. Wir hatten uns neulich mal so ein Dreierpack irgendwie bei, keine Ahnung, Lidl, Edeka, Aldi, keine Ahnung wo. Da beißt du rein und hast wirklich Angst. So, oh, jetzt fehlen aber 2 Zähne vorne, ne? Hier nicht. Kostet auch 4,19. 10er-Pack. So. Was habe ich denn hier als nächstes auf der Liste? Ich streich das mal weg. Oh, Snickers hatten wir, Nestle hatten wir, Mars hatten wir. So, da. Bounty Minis sind nur 7 Stück und kosten 2,19 Euro. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich billig ist. Als eben halt nur 7 sind, ne? Es sind halt 7 Minis. Keine Ahnung. Hat er 2 Mal mitgenommen, weil er mag dieses Kokoszeug wirklich gern. Ich auch, aber ja. Es verschwindet halt einfach aus dem Keller. Keiner weiß, wo es hin ist. So. Ja. Jetzt ist da irgendwas mit Chips. Ich glaube, die Tüte haben wir schon aufgegessen. Nee, Crunch Chips X-Cut. Nee, das sind nicht Crunch Chips X-Cut. Das ist Lay's Super Chips. Ja, da sind die Lay's Super Chips. Also die 1,39. Wo die Crunch Chips X-Cut hin sind, weiß ich nicht. Hat mein Mann mir hier nicht hingelegt. Hat er wahrscheinlich schon wieder in den Keller gebracht. Das ist so eine Kellerassel. Alles, was er kauft. Keller, 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 Keller. Unser Keller sieht aus wie Rewe. Das ist schlimm. Und trotzdem ist immer alles nicht da, wenn ich was suche. Das ist ganz eigenartig. Ja, auf jeden Fall waren da noch Crunchets bei X-Cut, auch 1,59.
Dann für unser gemeinsames zweiwöchentliches Hobby, also alle 14 Tage freitags, sitzen wir hier und packen uns unsere Pillenboxen. Ja, die alten sehen jetzt schon nicht mehr so toll aus. Die Deckel schließen nicht mehr richtig. Wurde mal wieder Zeit für neue. Oh, die Farben sind auch viel schöner. Das sind die alten. Und das sind jetzt die neuen da. Das ist ein bisschen heller, kann man besser reingucken. Hier dieses Lila. Da sehe ich immer nicht, ob ich die schon gegessen habe oder nicht. Also, ja, da sitzen wir dann freitags immer gemütlich beisammen. Sind auch, glaube ich, andere Döschen. Sind ein bisschen, sehen ein bisschen stabiler aus. Also verbesserte Variante. Also, dann sitzen wir hier immer und puddeln uns unsere Tabletten. Also jetzt nicht nur lebenswichtige Tabletten, ne? So, da packe ich halt auch meinen... Warte, Moment. Diese hier, Hair- und Nail-Gummis, das kommt da halt auch mit rein, weil da isst man einen von am Tag. Also kommt da halt ein von mit rein. Und zu den wichtigen Medikamenten, also verschreibungspflichtigen, kommen dann halt auch Vitamine A bis Z, Magnesium, Vitamin B etc. Ne, und packen halt alles da rein, dann weiß man einmal für morgens, einmal für abends. Langt dann immer eine Woche, zwei rein. Also wir machen dann immer hier morgens, abends und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann hat man halt zwei Wochen, ne, morgens, abends da seine Pille. Und wie gesagt, da kommen halt eben auch die Vitaminpräparate, die... Was er da so braucht, sein Vitamin D wegen seinem Blut und... Kommt da alles rein und ist die Schachtelchen langen gerade ebenso. Weil das, wir haben dann auch Vitamin C, das sind so eine Bombertabletten. Ne? Und die muss man so ein bisschen quer dann da reinkanten. Dann kommt noch das 50 plus A bis Z Multivitamin. Das muss man dann auch da und dann muss man die anderen da irgendwie so... Und dann geht der Deckel zu. Es ist immer herrlich, jeden Freitag, alle 14 Tage freitags. Wo wir hier gerade bei den Gummis sind, die kosten 5,99. Also das Hair- und Nail-Gummis, das sind die, die ich habe. Und meine Tochter hat die und schwört auf diese Skin-Gummis. Und seitdem sie sie nimmt, hat sie kaum noch Pickeln. Also sie hat ja eine Zeit lang ganz fürchterlich so an den Wangen immer so Pickelchen gehabt. Das ist weg. Das ist einfach weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Pillen liegt oder ob das einfach nur eine Pickelphase war. Keine Ahnung. Natürlich nimmt man es vorsichtshalber weiter, weil bevor die Pickeln wiederkommen, haben wir halt für sie halt auch nochmal mitgebracht. So, dann streiche ich mal weg. Medikamentenbox haben wir, das haben wir. Lace, Super Chips, Deeps, ja genau, das waren die für 1,39. Dann, sag mal, Vater, was hast du hier eigentlich weggeschleppt alles? Das ist ja nicht zu fassen. Na gut, machen wir erstmal mit dem. Hier, das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? So, da sind keine Super Fritz, da sind keine... Du hast nur eine Tüte Chips, aber wir haben ja 50 verschiedene Sorten. Ja, jetzt brauchst du es mir auch nicht mehr geben, jetzt ist durch. Ah, da, guck mal. Da hat er sie versteckt. Das sind also die, ja, Fritz Sticks. Weiß ich gar nicht, sind das welche so aus Kartoffelpü oder sind das richtige Chips, so wie diese? Musst du aufmachen und probieren, das weiß ich nicht. Ach so, das weißt du noch nicht mal. Ja, das ist ja ärgerlich. So, jetzt muss ich das leider probieren. Nee, das scheint... bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ist das jetzt Mais? Was schreiben die denn hier? Irgendwo muss auch was Deutsches stehen. Und der müsste ich das raten können. Nee, das ist Mehl, Maismehl. Das ist wieder so ein gebackener Kram. Das ist also nicht aus Kartoffeln. Na, im Nachgang schmeckt das auch. Also ist gepresster Kram. Wenn ihr so gepressten Kram nicht mögt, kauft euch das nicht. Schmeckt zwar ganz gut, aber ist halt nichts Chipsiges. So, das sind jetzt hier diese A bis Z und Magnesium. Nehmen wir halt immer abends, A bis Z morgens. Was kosten die? Das geht eigentlich. So, das waren Innofit, die hatten wir schon.
1,99 kosten die. Hier sind 60 Stück drin, da sind 90 Stück drin. Das hält dann ja auch ein paar Tage, weil dann muss man ja immer nur eine von am Tag nehmen. So, dann haben wir die auch schon. Ja, diese Chips da, diese gepressten, kosten 1,8 und... Nee, gar nicht wahr, 69 Cent kosten die. Zwei Stück hat er geholt, kostet 1,38. Also das ist eigentlich günstig. Dann, das ist ja so mein Lieblingsding, Cashew. Gesalzen, ungesalzen, mit Paprika, ist mir egal. Ich stehe voll auf Cashew. Und ich mag ja auch dieses indische Marzipan. Das wird ja aus ungesalzenen Cashews gemacht. Wir machen ja Marzipan aus Mandeln und die Inder machen Marzipan aus Cashewkern. Kaju Katli heißt das. Mit Rosenwasser und also Karotten. Du hast schon Kommentare deaktiviert. Das weiß ich nicht. Habe ich Kommentare deaktiviert? Ja, sehe ich jetzt gerade. Na, das sind ja so Sachen. Na, muss ich gleich mal gucken. Ist ja lustig. Ich mache mal kurz Pause. Irgendwie habe ich bei YouTube schon wieder Blödsinn gemacht. Apropos Blödsinn. Beim letzten Video, also was ich letzte Woche hochgeladen habe, war wohl irgendwie so ein Textfeld in der Mitte. Es tut mir leid. Ich habe da irgendwie, ich wollte eingeben, unbezahlte Werbung, bla bla bla. Und irgendwie habe ich wohl nochmal auf Enter gedrückt und dann hat er das zweite Feld reingesetzt. Und ich, Schussel, hab's nicht gemerkt. Und als ich drauf angeschrieben wurde, habe ich noch nicht mal begriffen, was da jemand meinte. So von wegen Enter-Text leer. Nee, war wohl ein Fehler bei mir. Also doch, nee, also brauche ich nicht unterbrechen. Also es lag an dem technischen Know-how meines Mannes. Nee, aber da war wohl so eine zusätzliche Textbox, Enter-Text. Und er hatte das jemand reingeschrieben und ich dachte so, was meinst du jetzt? Nee, das war ein altes. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, und dann hat dann mich einer angeschaut und gesagt, du hast da im Video irgendwie so, irgendwie mittig. Dann habe ich das gesehen. Ja, und ich bin ja so doof. Ich lade es hoch und dann lösche ich alles, um meinen Speicherplatz möglichst frei zu halten. Ja, und jetzt kann ich es nicht ändern, weil dann ist das Video halt weg, ne? Tut mir sehr leid. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss jetzt mal gucken, was ich da heute schon wieder für Blödsinn gemacht habe. Oh, da bin ich wieder. Ich dussel, habe irgendwie Tatsache bei dem Temu-Haul die Kommentarfunktion deaktiviert. Ich wäre, glaube ich, zu alt für den Scheiß hier. Ganz ehrlich. Ich mache so Sachen. Warum? Da macht man 100 Dinger, lädt man hoch, 100 Mal klappt's. Und dann lädt man noch eins hoch und dann macht man so einen Dünnsinn. Ich weiß ja nicht. Ich schiebe es jetzt mal auf diese Wärme. Weil es ist ja aktuell hier, weiß ich gar nicht, was haben wir hier? Ja gut, hier drin 28 Grad, das geht eigentlich. Wenn ihr so ein Gebläse im Hintergrund hört, das ist der Ventilator. Sorry, müsst ihr mitleben, ich werde hier nicht ohne Ventilator sitzen, ist einfach so. Ja, jetzt ist weg. Also funktioniert wieder gut. Und es ist potschwül, ne? Die haben halt irgendwie gesagt, es soll heute regnen. Ich befürchte, das wird hier wieder kein Regen geben. Wir werden halt einfach nur dieses Drückige noch schlimmer haben. Und ich glaube, die Wärme geht mir einfach auf den Schädel. Und dann mache ich dumme Sachen, wie Kommentarfunktionen ausschalten. Also wenn ihr das Temu-Haul-Video kommentieren wolltet, was super toll ist, wo ich mich drüber freue, es geht jetzt wieder. Also vielleicht nochmal reingucken. Und es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Ich bin so ein Horst. Gut, wir waren bei den Cashews. Ich liebe sie. Ich finde sie lecker. Das ist eine 500 Gramm Tüte für 4,99. Ich denke mal, das ist für Cashews komplett okay. Dann Tatsache, Willeder. Hat mein Männe einmal für sich und einmal für mich so ein Willeder-Eiskratzer geholt. Also hier ist so eine harte Plastikkante. Ist auch schön groß, da kriegt man ordentlich Fläche mit weg. Und hier ist so ein Abzieher, wenn halt nur Schnee drauf ist oder so. Ja, fürs Auto. Hat er einmal für sich geholt, einmal für mich. Meinte, guck mal, Schatz, ganz günstig, nur 1,39. Ich gucke auf den Kassenbon. Ich so, da steht aber 2x2,99. Und er so, da stand 1,39. Also man muss da auch immer aufpassen, ne? Dann schreiben die da gerne mal was anderes hin. Und, oder er hat sich verguckt. Er hat ja seine Brille auch nicht aufgehabt, ne? Wobei zwischen 2,99 und 1,39,
Weiß ich ja nicht, ne? Dann verschwindet halt auch immer diese Brownies. Die sind so lecker, ne? Die sind ein echter belgischer Schokolade. Na, guck mal. Das erklärt, warum die so lecker sind. Sind 8 Stück drin und kosten 1,99. Oh, die sind so mega saftig. Oh, ich liebe sie. So, weiter geht's. Hat er die auch schon weggeräumt? Ich hasse meinen Mann. Manchmal, ich finde den ja immer so toll und nett, ne? Aber der macht manchmal so Sachen, könnte ich ihn für hauen. Jetzt zum Beispiel auch wieder. Wo sind die? Muss ich einen Pfeil machen, muss ich ihn gleich für anscheißen. Das fehlt irgendwie. Aber Hauptsache, er hat Wasser für sich, holt hier immer, weil er putzt ja. Pinkstuff Bathroom Foam Cleaner, The Miracle Pinkstuff. Also seitdem er weiß, dass er davon keinen Ausschlag kriegt, sondern das war wohl Stressausschlag, den er da gekriegt hatte. Ich finde ja, es riecht schön, ne? Es hat so einen netten Geruch. Und er sagt, es macht auch gut sauber. Also sind wir beide zufrieden. Also er wegen sauber machen, ich, weil es gut riecht. Man hat mal irgendwann vom Meister Propper so einen Scheiß geholt. Es sollte nach Apfel riechen. Ich bin in die Küche und ich habe echt... Was ist das denn? Ne? Das war so ein komischer Geruch. Das hatte nicht mal annähernd was von Apfel. Ja doch, vielleicht vergorener Apfel oder Pferdeapfel, aber nicht so Apfel, wie der abgebildet war, weißt du, so schön grüner Granny Smith. Das roch irgendwie ganz seltsam. Ich fand's eigenartig. Er fand's jetzt nicht so schlimm, aber ich fand's ganz schlimm. So, machen wir weiter. Wir versabbeln uns hier wieder. Hier, Milky Way. Ach, da sind 14 drin, guck mal. Das ist ja auch wieder, muss man auch immer aufpassen. Da hat er 2 von mitgenommen. Kostet 2,19 Euro. Für 14 Stück finde ich das okay. Die Bounties finde ich wirklich ziemlich teuer. Dann geht's weiter. Pink Stuff hatten wir, ne? Ja. Ah ja, Pink Stuff kostet übrigens 2,28. Das war auch noch so eine Sondergröße mit 850 ml. So, was haben wir denn jetzt hier noch? ja. Es fehlt schon wieder die Hälfte. Da, Chips hatten wir ja. Gut. Das ist ja geklärt. Da hat er... So, Kartenset. 20 Stück. Das müssten diese sein. Ja, genau. Die habe ich noch einmal in Pastell gekriegt. Und einmal so in... Ja. Beige. Gold. Grau. Kamel. Ja, habt ihr bestimmt schon auch bei 1000 Leuten gesehen. Und einmal hier ganz dieses Pastell. Die Schachteln sehen ganz schlimm aus. Also da ist da irgendwie mit rumgetreten worden von irgendwelchen Leuten. Waren auch noch in anderen Formaten. Aber die waren dann schon aufgerissen. Ich frage mich, warum man so einen Karton aufreißen muss. Ich meine, die Farben, die da drin sind, ungefähr hier abgebildet. Man kann hier sehen, wie der Karton ungefähr aussieht. Warum muss ich das aufreißen? Ich meine, wenn ich es zu Hause auspacke und ich feststelle, das ist hässlich, dann bringe ich es zurück. Ich meine, dafür hat man Kassenbon und man kann es ja bei jedem Action zurückbringen. Man muss ja dann nicht ganz in die Walachei fahren, wo man es geholt hat. Aber ich muss das doch nicht alles aufreißen. Die haben gekostet 1,76. Ach, wie gesagt, ich habe halt nur noch die beiden Farben gekriegt. Ich hätte noch andere Formen kriegen können. Aber wie gesagt, die waren halt alle aufgerissen und da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Da dann auch noch mal nachzuzählen, ob wirklich alles drin ist und so. Nö. Nö, 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 nö. So. Dann, ja, was nie fehlen darf für die Adventskalender-Bastelei, der Aquarellpapierblock, sind nur noch 24 Blätter. Ich glaube, das waren mal mehr. Ich bin auch der Meinung, der ist teurer geworden. Das ist der Aquarell... Nee. Aquarellblock. Kostet 1,99. Gut, im Vergleich zu anderen immer noch billig.
Aber jo, man merkt halt, die ziehen die Preise an. Und bei diesen Aquarellblöcken müsst ihr auch immer ganz fürchterlich aufpassen. Die sind nicht im rechten Winkel. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Wenn man jetzt das hier in den rechten Winkel legt, scheint es diesmal richtig zu passen. Aber wenn man... Also ich muss mir das immer vorher an mein Falzbrett anlegen, um den rechten Winkel... Hier, da seht ihr. Hier liegt es richtig an und hier geht es auseinander. Und da ist es schmaler als... Also die sind nicht so... Man muss sie sich erstmal wirklich zurechtschneiden. Weil sonst funktioniert das nachher alles nicht. Wenn man nur ausstanzt für Boxen, ist es egal. Aber wenn man damit so falzen will und so, ist schon ärgerlich, wenn es nicht funktioniert. So, was haben wir hier? Stanzblock 3D, Weihnachten mit Glitzer, verschiedene Varianten. Ist es das? Ist es das? Ja, ich glaube, das ist das. Das sind die. Aber wie ist... Ja, doch, dreimal. Ja, stimmt. Diese DIY-Card-Making-Blöcke. Die hatten mehrere Sorten da, aber ich habe jetzt nur die drei mitgenommen. Weil den hier so amerikanisch nostalgisch fand ich ganz niedlich. Warum habe ich den mitgenommen? War bestimmt irgendwas drin, was ich schön fand. Aber eigentlich ist das nicht so meins. War da irgendwas Niedliches drin? Habe ich da irgendeinen Gnom gesehen und gleich irgendwie einen Anfall gekriegt, muss ich haben? Nee, eigentlich nicht. Na ja, gucken wir uns mal an. Den fand ich hier süß. Und wie gesagt, man muss die nicht so machen, wie hier auf der Vorlage abgebildet. Aber ganz ehrlich, wenn man es genauso macht, wie auf der Vorlage abgebildet, ist es doch schon mal eine schöne Karte, ne? Man hat hier einmal den Unterleger, dann hat man hier die verschiedenen, kann man sogar so 3D-effektmäßig aufbauen. Und das sind so Die-Cuts. Klar muss man natürlich erstmal nochmal wieder die Knippels abschneiden und. Aber für 99 Cent, das ist für 12 Karten, ganz ehrlich, damit kann man ratzefatze 12 Weihnachtskarten basteln. Wie gesagt, der Hintergrund, das ist alles total hübsch. Und die kann man im Prinzip ja auch noch ausschneiden und für irgendwas benutzen. Ach guck mal, braucht man gar nicht ausschneiden, sind auch wie Die-Cuts zu behandeln. Ja, wenn man es genauso macht wie da und dann vielleicht noch zusätzlich ein Bändchen oder was weiß ich was raubt, schau, hat man schöne Karten, ne? Total schön. Also die finde ich wirklich schön dieses Jahr. Die geht so. Obwohl doch, mit dem Weihnachtsmann und so. Schade, dass sie es wirklich nicht hinkriegen. Mal so mit deutschen Texten, so fröhliche Weihnachten. Aber das ist ja auch kein Problem. Da kann man sich ja selber auf Cardstock was Deutsches und statt diesem Merry und Bright dann halt frohes Fest darauf setzen. Und schon hat man eine deutsche Weihnachtskarte. Oder hier dieses Warm and Cozy. Kann man ja was anderes reinstempeln. Aber die Hintergründe und das Gelayerte und so finde ich total niedlich. Wobei ich hier jetzt gar nicht verstehe, da ist der Weihnachtsmann, nee, Nussknacker heißt das, ne, genau. Der ist da abgebildet. Den sehe ich nicht. Haben sie den auf der Karte vergessen, oder? Weil das sind ja auch unterschiedliche. Das ist ja nichts, was man die übereinander klebt. So, ne? Oh, hat man sogar noch die Auswahl, ob man lieber den Nussknacker mag oder lieber den. Oder man kann ja auch beide raufkleben. Dann kommt der eine Nussknacker vor den Stuhl, der andere vor den Stuhl. Aber ich glaube, der ist schon wieder ein bisschen viel Nussknacker, ne? Komisch. Also, wie gesagt, irgendwie ein Nussknacker zu viel. So, weil seht ihr, das ist das, wie man es machen soll. Und ich sehe da nur einen Nussknacker. Hier sind aber zwei. Ja, gut. Ist halt ihr auch egal. Oh, das ist auch schön. Und dann der Weihnachtsmann mit seinen Rentierschlitten. Total schön. Könnt ihr das überhaupt alles richtig sehen? Also so soll die Karte denn aussehen, wenn sie fertig ist. Oh, seht ihr das? Wie gesagt, das ist der Santa Claus. Das ist auch wieder was ich nicht benutzen würde. Das nehme ich einfach weg. Oder auch hier, you better, was weiß ich, was da steht. Ist schon wieder viel zu klein. You better watch out. Okay, ja, Santa Claus is coming to town.
Nee, da würde ich irgendwie was Eigenes stempeln und raufsetzen. Oh. Auch dieses Mary. Also wie gesagt, wenn man jetzt mal von den Texten absieht, die hier so sind, ne? Also das hier. Den Rest finde ich total schön. Kann man wirklich wunderschöne Karten mitmachen. Ohne groß viel Brimborium ranzuschleppen, weil man hat ja hier im Prinzip alles, was man hat. Man braucht, was weiß ich, hier Erhöhungsdinger. Ja, Foamtape oder Tap-Pads oder wie die heißen. Man braucht ein bisschen Kleber, man braucht eine Karte, wo man das raufbappt. Fertig ist die Maus, ne? Also, ja gut, wenn man dann das Englische nicht will. Was hast du jetzt eigentlich zu meckern? Hund! 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 So. Dann, wenn man das nehmen will, dann hat man wirklich alles beisammen, ne? Also wie gesagt, ich würde Tatsache dann da noch andere Sprüche nehmen und gut ist. Aber doch, das ist ja null Arbeit, ne? Und die sehen schön aus. Sie sehen einfach schön aus. Hier ist auch wieder zwei. So soll das aussehen. Ich sehe hier aber nur einen von den Nussknackern. Komisch. Aber es ist süß. Da kann man hier so einen Kranz stecken. Also es ist schon niedlich. Sollte ich euch vielleicht mal ein bisschen weiter runterholen, dass ihr das allgemein besser seht. Ja, das ist wie alles schief und krumm. Egal. Ja, auch niedlich. Das Ho-Ho-Ho kann man ja raufmachen, wobei würde ich wahrscheinlich auch nicht. Also wie gesagt, bis auf die Sprüche würde ich alles so machen, wie es ist. Da würde ich völlig unkreativ rangehen, vielleicht noch ein paar Strasssteinchen hinsetzen, einen anderen Stempel und dann wäre die Karte fertig. Ganz ehrlich, ich sehe da auch nicht, dass man das so viel besser machen kann, als wie es da vorgegeben ist. Ja gut, bei der vielleicht, ja. Aber hier die zum Beispiel. Da finde ich sogar das Merry Christmas schön. Die würde ich 1:1 so machen. Und da kann man sich, ja, es ist Tatsache, man kann entweder, nimmt man so ein Motorrad, also so eine Vespa, oder den Bulli. Also hier ist, die Vorlage ist mit dem Bulli. Aber man kann eben auch eine Vespa dahin pappen. Ist Tatsache, dass man sich das aussucht. Es ist also nicht nur einmal da das große Hauptmotiv, sondern zweimal. War das hier auch? Nee, da ist es zum Layern. Und da ist auch nur einmal der Santa. Und hier ist auch nur einmal. Da ist auch nur so, wie es sein soll. Das ist hier noch zum Layern von der Vespa. Das ist der Außenflügel, das ist vorne. Das ist von dem Weihnachtsmann zum Layern. Das ist die Hand, dass da alles ein bisschen Volumen reinkommt. Ja, und hier fängt das dann an, dass man sich einen aussuchen kann. Das ist zum Layern. Der Rest passt. Ah, hier ist zum Beispiel auch unterschiedliche Kuchen. Man kann den nehmen oder man kann den nehmen oder den. Obwohl der wäre zum Layern für den. Ach, egal. Ein bisschen rumfummeln macht ja dann auch nichts. Ja. 12 Karten für 99 Cent plus Grundkarte natürlich und Briefumschlag. Ich weiß nicht, warum ich die mitgenommen habe. Ich finde die nicht so schön. Nicht wirklich. Vielleicht einfach ein paar Elemente. Und diese Hintergründe finde ich eigentlich ganz cool. Diese Häuser jetzt nicht so wirklich. Den kleinen Schneemann, das finde ich gut. Das ist okay, aber die Rentiere haben mir zu spitze Nasen. Das sind ja eher Spitzmäuse als Rentiere. Entschuldigung. Nee, also den finde ich. Ich weiß nicht, warum ich den mitgenommen habe. Bin ich doof? Ich wollte bestimmt den zweimal und hab dann aus... Oder die sind wieder aneinander gebappt. Das passiert ja auch manchmal, dass die mit dem Gummierung da oben aneinander kleben bleiben. Ja, nö. Eigentlich nicht. Nö, auch nicht. Ich zeige den euch jetzt, aber... Nö. Wie gesagt, ich glaube, ich werde nur die Hintergründe nehmen. Und dann setze ich da lieber den einen Nikolaus-Reihe, den einen Nussknacker rein. Ah, vielleicht wussten sie das, dass das mir nicht gefällt. Deshalb haben sie bei dem anderen, ne, den Kuchen finde ich auch nicht so toll. Nämlich lieber eine andere Torte. Was cool ist, ist das hier. Naja, aber ansonsten ist der so gar nicht meins.
Der geht noch. Naja, geht. Nicht meins. Fehlkauf. Aber gut. Gibt bestimmt welche, die das total schön finden. Und jetzt völlig überhaupt nicht verstehen, warum ich hier so rumnörgel. Ja, weil ich ein Nörgelpott bin. Weil ich eben nicht alles schön finde. Und weil ich manchmal einfach auch doof finde, was so auf der Welt ist. Nee. Gefällt mir überhaupt nicht. Wie gesagt, diese Basishintergründe, ja. Aber die Karten selber. Nee. Den finde ich hier süß. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den oder den zweimal haben wollte und das ein Fehlkauf ist. Oder es war so dunkel im Laden und ich habe es nicht richtig gesehen. Keine Ahnung. Dann gucken wir uns den nochmal an. Ah ja, Christmas Season. Da kann man sich also so einen 3D-Fernseher, so einen nostalgischen. Das ist ja so ein bisschen Nostalgie, Amerika, Katzen im Tannenbaum. Ja, das ist so, allein schon dieses kleine Mädel, ne? Und dann layert man das und dann kann man das Mädel noch weiter vorholen. Total schön. Ich mag das. Ich mag ja auch diese Blechdinger, diese Blechplakate. Ich meine, ich würde sie mir nirgendwo hinhängen, aber ich finde sie einfach schön. Ich finde sie schön. Ich muss mir ja nicht alles kaufen, was ich schön finde, aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, das ist dann hier so eine Zuckerstangendose da. Hier oben ist dann, wie das aussehen soll. Seid immer noch nicht dicht genug dran. Wie gesagt, man kann ja auch nur den Hintergrund nehmen, das, und dann macht man auch was anderes. Man muss es ja nicht so tun. Aber hier kann man das Kind, den Kopf layern, den kleinen Hasi. Ach, das ist süß. Santas. Ja, wie gesagt, mit den Sprüchen bin ich nicht so. Aber da kann man auch was anderes machen. Das ist alles in Ordnung. Gott, ist der süß, der kleine Wauzig. Seht ihr den? Ist der niedlich. Und im Sommer wird er dann wieder am Parkplatz ausgesetzt, weil das ja ein tolles Weihnachtsgeschenk war. Ah, nee, ich will nicht drüber aufregen. Das ist halt einfach... Menschen sind Arschlöcher, ganz ehrlich. Auch süß mag ich voll gern leiden. Boah, die Autos finde ich toll. Sowas wäre ja nochmal mein Traum, ne? So ein Ding da in Türkis. Ich finde die hier einfach schön. Und sie haben ja auch keine Anschnallgurte. Das mag ich auch. Oh, einfach damit rumcruisen. Egal. Am besten irgendwie 500 Liter Tank als Anhänger dabei. Weil die fressen ja, was weiß ich, glaube 30 Liter Minimum. Aber die verbrauchen schon einiges. Aber sie sehen schön aus. Ja, auch niedlich. Kann man hier das hier doppelt machen. Die Schleifen nochmal hervorheben. So, und dann kann man entweder den oder hier unten den Weihnachtsmann hinkleben. Wie gesagt, hat man trotz allem auch noch verschiedene. Hier ist wieder zum Layern vom Weihnachtsmann. Gott, hier die 50er Jahre Style, wie süß. Seht ihr den kleinen Muggi da? Ja, kann man zum Beispiel den kleinen Muggi da irgendwie hinsetzen oder eben den Weihnachtsmann. Beide passen wohl nicht. Oder man stellt den Lütten noch davor. Müsste man ausprobieren. Oh, das ist der Weihnachts-Nordpol-Express. Hä? Was ist das denn? Das ist doch wohl ein Fehler, oder? Seht ihr, was ich meine? Zweimal die gleiche Seite? Soll das so? Sind es denn trotzdem noch 12 oder sind es 13? So, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich habe eine Karte mehr drin. Es sollen 12 sein, aber ich habe die letzte zweimal. Das ist ja witzig. Jo gut, besser als andersrum, ein zu wenig, ne? So, hatte ich ja gesagt, 99 Cent. Haben wir uns angeguckt. Thema durch. Dann habe ich mir noch geholt. Das war ja der von
Ich muss das mal wegstreichen, sonst komme ich hier überhaupt nicht mehr klar. So, edler Papierblock. Das müssten die hier sein. Das habe ich mir 4-mal geholt. Es gab noch andere Varianten. Was ich. Nö. Ich glaube, es gab 6 verschiedene Varianten oder 5. Weiß ich nicht. Aber die mochte ich nicht. Das muss ja auch irgendwie gefallen. Kostet einer 1,99. Das sind die sogenannten Lux Paper Blöcke. Da ist Papier drin. Da ist Vellum drin. Da ist Pattern Paper und Metallic Foil Karton. Okay, schauen wir mal. So, das sind so, ja, Die Cuts. Dann haben wir hier Goldkarton, den blätter ich einfach mal über, weil das blendet sonst so. Ja, und dann haben wir hier, ja, Tatsache, 240er Grammatur, so Kartenpapier. Das ist unten mit Häuschen, hier ist so schwach gedruckte Noten. Das ist kariert hier unten mit dem Zug. Seht ihr das? Ja, gut, das ist so, ne? Rückseite ist übrigens immer weiß. Ah, für eine Box okay. Das finde ich zum Beispiel wieder schön. Ich schiebe das mal weiter höher. Ne, unteren Teil so. Kann man also theoretisch so schneiden und dann da falzen und dann hat man so eine Karte. Also so eine, ne? Also eine schmale, so. Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich meine. Auf jeden Fall finde ich die hübsch. Das ist so, ja. Ist halt Weihnachten. Ahaha, auch Weihnachten. Das finde ich wieder schön, so dieses dezente Jingle Bells im Hintergrund. Ja, und das sind dann wieder so Die Cuts, die man so rausstanzen kann. Wie ist denn die Qualität? Also diesmal sehen die gut aus. Ich habe da auch schon mal welche gehabt, wo ich dachte so, hätte sie selber besser ausschnippeln können. Und ich kann nicht wirklich gut ausschnippeln. Das sind ganz niedliche. Muss ich das wieder ein bisschen runter machen? Oder ich muss die Kamera wieder ein bisschen höher machen, dass ihr mehr sehen könnt. So. Ist halt A4, ne? Oder ich schiebe das hier so hin und her. Also das sind so einzelne Die Cuts. Hier auch einzelne Die Cuts. Sind ganz hübsch. Hier auch. Ja, so, das sowas finde ich auch mal witzig. Ja. Die sehen eigentlich alle ganz schön aus. Also ist jetzt keins, wo ich sage, no. Wobei ich ja nicht glaube, dass der Weihnachtsmann in der Küche steht und backt. Nein. Aber wie gesagt, da sind schon ganz schöne bei. Die kann man dann zum Beispiel auch benutzen für den anderen Block, wo ich da die Motive nicht so schön fand. So, und dann haben wir hier so ein Vellum mit Sprüchen. Das finde ich schön hier. Das hier auch dieser, ne, Stempel da. It's beginning Christmas, Santa's Toy Shop. Ach, ja. Ich finde das mit dem Englischen ja nicht so schlimm. Aber es gibt halt irgendwie noch ganz viele, die es entweder doof finden oder auch nicht verstehen. Also meiner Mutter brauche ich zum Beispiel hier nicht so then one foggy Christmas Eve Santa came to me say die wird dann, was steht da? Ne? Und ich meine, ja, damals war mit Englisch noch nicht so, ne? Und es gibt ja auch viele, die trotzdem sie Englisch in der Schule hatten, einfach nicht wissen, was das heißt. Ist einfach so. Auch welche in meinem Alter, die Englisch irgendwie so ein bisschen hoch sind, weißt du? Und deshalb würde es doch echt schön sein, ich würde es so feiern, wenn sie wenigstens mal nur so, ja, so zum Ausschneiden, so Stempeltexte und so, weißt du? Gibt's ja von anderen Firmen auch so. Und das einfach in Deutsch. Für Ostern, für Weihnachten,
für Geburtstag, für nur so, einfach so zwei Blöcke mal in Deutsch rausbringen. Dann hat man erstmal genug. Und ja, wäre halt schön, ne? So, hier haben wir den nächsten. Das ist der hier. Ja, bringt euch auch nichts, die Farben zu sagen, ne? Weil der ist jetzt hier so ein bisschen cremefarben und hat die Häuser drauf. Der ist etwas weißer und hat die Eisenbahn. Ja, fängt auch an wieder mit ein paar Die-Cuts. Dann Vellum. Denn hier so, ja, ist eher so ein Rosé-Gold, so ein Karton. Das könnte auch Geburtstag sein, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht unbedingt nur Weihnachten. Ja, das ist sehr natural, so Kartstock-mäßig. Das, ja, macht Sinn. Ist halt rot. Ja, Weihnachten. Ja, unbedingt Weihnachten. Hier so mit den leichten Schneeflocken. Könnt ihr das sehen? Das sind so ganz leichte. So ein paar verwischte Schneeflocken. Was fürs ganze Jahr im Prinzip. Die auch wieder mit ganz, ganz. Kann man kaum sehen. Also selbst ohne Kamera. Seht ihr, das ist ganz leicht irgendwie Schrift. Also ich könnte jetzt nicht vorlesen, was da steht, weil ich es einfach nur als schwach grau sehe, dass da irgendwas ist, aber nicht was. Ja, und dann kommen wir wieder zu den Die-Cuts. Einmal so. Oh, Häuschen. Elfenschuhe. Ein Portal. Oh, eine Bimmelbahn. Ein Süßer. Der ist niedlich. Manchmal mag ich auch kitschig. Und den finde ich süß. Der ist süß kitschig. Und der hier auch. So ein Baby-Elch mit einer Gnomenmütze. Ne, so. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Sowas geht ja auch immer. Ja, da kann man schon schön viel mitmachen. Das ist jetzt halt alles so ein bisschen auf niedlich, ne? So. Das hier finde ich zum Beispiel völlig in Ordnung. Very sweet Christmas to you. Das ist in Ordnung. Das geht. Cookies for Santa. Ja, das ist so wieder. Ach, so mit den Gebäcken und so bin ich ja immer nicht so. Weiß ich ja immer nicht so. Entschuldigung. Das finde ich süß. Weihnachtsbaum, nochmal so ein wilde Schlittenfahrt hier. Und dann ist da nochmal Vellum. Very sweet Christmas to you. Joy to the world, ja. Christmas, das finde ich gut. Weihnachtskalorien zählen nicht. Das finde ich in Ordnung. Da bin ich total hinter. Was soll das hier mit Milch? Hm? Gott, Milch, Milch. Was soll das? Da ist so ein Milk. Hm. Das Merry Christmas ist auch noch schön. Gingerbread Village, naja. Jo. Ah, diese Vellums sind halt immer. Wie gesagt, vom Ding her finde ich sie cool. Die Sprache ist halt nicht so richtig. So, das ist der nächste. Da hatte ich ja gehofft, dass da ganz viel von den Gnomen drin sind. Ist aber, glaube ich, nicht. Also da ist schon mal keiner. Fängt schon mal schlecht an. Dann kommen hier Vellums. Rocking around the Christmas tree. Ho, ho, ho. Wishing you Merry Christmas. So, könnt ihr das sehen? So. For you. Gut, das kann man auch immer nehmen, ne? Also, Peace, Love, Joy. Und das ist dann hier so ein rosé-goldener Spiegelkarton. Muss man aber nicht haben, dass er sich spiegelt. Ja, Muster ist okay. Ja, ist in Ordnung. Nein, ist nicht Weihnachten. Nein, das kann Frühlingspost sein. Ja, Weihnachten, klar. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt nur als Weihnachten, aber es geht für Weihnachten. Es geht. Da. Gut,
Ist jetzt auch nicht nur Weihnachten, ne? Oder? Ist da irgendwas jetzt gern spät? Ah, doch, hier die Tannennadel. Hm. Also ist Weihnachten. Da bin ich ja schon wieder geneigt, die Dinger hier einzeln auszustanzen oder auszuschneiden, wenn ich so eine kleine Stanze hätte. Und das als Briefmarken zu benutzen, ne? Also zumindest so eine Hälfte davon. Das finde ich ja irgendwie total süß, seht ihr das? So kleine, ganz kleine Briefmarken. Da hat man dann noch 60 Cent oder so drauf. Obwohl mittlerweile kostet der Postkarte auch viel mehr, ne? Ja, definitiv Weihnachten. Ja, und dann sind hier wieder Die-Cuts. Ohne Ende. Oh. Nee. Ja! Oh, ein Gnomi. War vorher auch einer, dass ich den übersehen habe. Nee, das ist eine Maus. Das ist eine Maus. Das ist ein Schaukelpferd. Da und da ein Gnomi. Hui. Und da auch, Gnomis. Nee, es ging nicht um dich. Aber du hast mir schon wieder was unterschlagen. Wo sind die Marzipankartoffeln? Das ist eigentlich hübsch. Und wie gesagt, Gnomis. Hier sind natürlich keine Gnomis, da ist wieder so eine tanzende Maus. Mein Mann wühlt in den Taschen. Entschuldigung, es knistert, es raschelt. Er wühlt. Er hat nämlich meine Marzipankartoffeln unterschlagen. Was gesagt, die hast du schon gefuttert? Ich habe die noch nicht gefuttert, so. Da sind sie, weil ich sie noch nicht gefuttert habe. Der unterstellt mir hier immer Sachen. Das ist unglaublich. Oh, guck mal, hier sind auch Briefmarken schon. Da auch. Aber ich finde die Kleinheit schön, die da eben waren. Oh, noch ein Gnomi. Sehr niedlich. Oh, ein rosaner Gnomi, auch süß. Wie gesagt, finde ich jetzt auch nicht unbedingt nur weihnachtlich. Also, hä? Der war doch eben schon mal da. Schon wieder die gleiche Seite. Was ist denn das? Ja, ist die gleiche Seite. Oh, hier sind nochmal drei Wichtel. So, da ist dann nochmal Vellum. 2025. Hello Dezember. Ach gut, Vellum ist immer nicht so. Wie viel? Zweimal Vellum ist drin. Achtmal Die-Cut Sheets. Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal nachzählen. Einmal. So, dann kommen hier erstmal die ganzen Papiere. So. Dann kommt hier Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann habe ich eins doppelt und eins fehlt mir. Welches fehlt mir denn? Ha! Ich glaube, das hier, das fehlt, oder? Das hatten wir nicht dabei, ne? Ne, das ist nicht dabei. Dafür habe ich das zweimal. Also, wenn ihr die kauft, drauf achten, dass es auch acht unterschiedliche sind, ne? Das ja... Ach, weiß ich nicht, ist das jetzt ärgerlich? Fand ich die schön? Wollte ich da unbedingt was von haben? Von den gelben Zwergen habe ich ja welche, also, Nö, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die Seite nicht da drin ist. Obwohl ich es immer doof finde, wenn das nicht so ist, wie es sein soll, ne? Allein schon so Monk-mäßig. So, das ist der nächste. Der ist so ein bisschen... Bäm. Der ist mehr so... ein bisschen drüber. Aber irgendwie, finde ich, hat der was. Ich lege ja viel Hoffnung auf das Papier. Aber wie gesagt, das sind hier die erste Seite mit den Die-Cuts. Dann haben wir hier Vellum. Wieder knallroten Beton. Ja, ist crazy. Ist ein bisschen drüber. Kann man aber so einen Streifen rausschneiden. Das geht. Das ist auch sehr... Das ist in Ordnung. Das ist auch völlig in Ordnung. Ist auch okay. Ja. Ja. Das ist, ja.
Das mag ich. Das, sowas finde ich schön. Das finde ich schön. Das finde ich auch schön. So. Und jetzt sind wir wieder bei den Die-Cuts. Nehmen wir ein bisschen runter. So. Hier unten sind auch noch so Streifen. Jo. Tags. Also der haut mich jetzt nicht so. Also den davor fand ich ein bisschen besser. Und am besten fand ich, glaube ich, den mit dem kleinen Eisenbahnding. Also der ist sehr kitschig. Sehr kitschig. Wobei ich den schon wieder irgendwie cool finde, den großen Nussknacker da. Kriegt er noch so ein Hoppelpferd. Und dann wird das Ganze schon albern. Nee, also, zieht mich jetzt nicht so runter. Weiß ich auch wieder nicht, warum ich den gekauft habe. Wahrscheinlich einfach wieder diese Gier ist zu haben, ne? Aber die Papiere sind ja ganz okay. So, was haben wir da für schöne? Do not open before 25. Das ist auch wieder so typisch amerikanisch. Wir haben 24. ne? Da, 25. Dezember. Was soll das? Brauchen wir nicht. Das finde ich schön. Das geht immer. Rudolph with your nose so bright. Warum? Ja, gut. Gibt bestimmt welche, die was mit anfangen kann. Ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht kreativ genug oder mir fehlt da irgendwie der nötige Wille, es einzubauen. Ja, so bin ich halt. Manchmal finde ich Sachen einfach doof. So, weiter geht's. Haben mir was gekostet, 1,99 hatte ich gesagt, ne? Ja, dann waren da ja die Blöcke. Wie gesagt, da waren zwei. Ach Gott, die fand ich irgendwie, die waren so dunkel, so alles so in braunen Töne mit Holz und ja, wenn ich jetzt irgendwie Wood haben will und das ist alles mit Holz, dann ist das okay. Aber jetzt für so einen Weihnachtskalender konnte ich mit diesem braun, beige, dunkelrot. Es war alles sehr duster. Und dann hatten sie noch einen dritten und das war der hier. Der, den ich haben wollte, das ist so ein ganz heller. Ja, den hatten sie natürlich nicht mehr, den wollten wohl alle haben. Dann habe ich gedacht, nimmst du wenigstens den, dass du wenigstens einen hast. Habe ich mir auch gleich dreimal mitgenommen. Der kostet 1,99. Und wir können den ja mal schnell durchgehen. Gut. Ist auch einseitig immer nur. Schön, um Boxen zu basteln und so weiter. Candy Canes. Heiße Schokolade mit Zimtstangen. Sind das ja Sterne und Eiskristalle, vermute ich mal. Ja, so Lebkuchen, Candy Canes, Bonchis, oh, Donuts. Warum ist Donuts jetzt unbedingt Weihnachten? Hätten sie lieber Weihnachtskugeln nehmen sollen, finde ich. Auch wenn die Donuts aussehen wie kleine Weihnachtsmänner, aber stellenweise auch schon angekaut, ne? Geht gar nicht. Die finde ich süß. Die entsprechen wieder so meinem kitschigen Gemüt, ne? So dieses Kindchenschema. Da springe ich ja voll drauf an. So Kulleraugen, drollig. Das ist meins. Santa will you to the nice list. Das ist. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, die sind süß. Diese Karten sind auch ganz okay. Merry Christmas to you ist in Ordnung. Merry Christmas, da kann man noch einen Namen hinschreiben. Have a holly jolly Christmas. Holly jolly finde ich schon wieder komplett übertrieben. Christmas is not just about the presents. It's also about the cookies. Ja gut, das könnte man an so eine Tüte Kekse ranmachen, ne? Aber auf eine Karte? Weiß ich nicht. Oh, hier so Sprinkel. Lebkuchen.
Stiefel, Tannen, Lebkuchenmännchen. Ist das jetzt weihnachtlich? Ja, wahrscheinlich wegen der Sternchen. Was ist das? Ein Sack mit Geschenken in Pink. Nee, das ist ein Ist das ein Schornstein? Was meint ihr? Das könnte ein Schornstein sein, oder? Weil das so mit dem Pünktchen, dass das der Schornstein ist und die Geschenke quellen heraus? Ich weiß es nicht. Das finde ich ganz okay. Das ist auch in Ordnung. Da weiß ich schon wieder nicht. Ach, nö. Ja. Ach, das sind Sterne und die sind halt mit diesen Folierungen. Das finde ich für ein Kind, für einen Kalender schön, ne? Also diese Zahlen. Muss man natürlich den ganzen Kalender so ein bisschen in Pink halten oder in Grün, ne? Man muss sich schon so an diesen Farben orientieren. Aber ich finde den schön. Weil ich eben diese Kulleraugen. Das ist einfach. Da kommt das Mutti-Gen in mir hoch. Ja. Ich glaube, die hatten wir schon gesehen, oder? Nee. Das sind tatsächlich unterschiedliche. Das hatten wir auch noch nicht. Und das ist hiermit so. Seht ihr das? Das sind so Tannenbäume. Mit so Blitzkram. Und das sind, ja, kann man so schön als Streifen, Let it snow. Let it snow ist okay. Da kann man dann unterschiedliche Streifen. Tannenbaumschach. Next level. Wir spielen nicht 8x8, wir spielen 15x15. Tannenbaumschach. So, ja, das ist Weihnachten. Ach, die sind ja ganz niedlich. Hier so die kleinen Kärtchen. So als in eine Karte rein, wo man dann seine Grüße schreiben kann. Das hier, das finde ich in Ordnung. Das kann man auch gebrauchen. Aber Deck the Halls? Ne. Ja, das war dann auch schon das Letzte. Ich habe mir trotzdem dreimal mitgenommen. So ein Kalender braucht halt viel Papier, ne? Und wenn man davon mehrere basteln will, dann sowieso. So, das war ein Designblock. 24 Blatt, 30x30. 1,99 hatte ich gesagt. Die Haribo Halloween Beutel, die hatte ich euch vorhin schon gezeigt. Hier ist der Preis 4,99. Ich weiß nicht, ob ich den vorhin gesagt hatte. So, dann habe ich mir einen Planer geholt. Den fand ich eigentlich ganz cool. Ja, hier so einen kleinen, den man versetzen kann. Der ist... Den kann man jederzeit anfangen. Der ist nichts vorgegeben, ne? Da ist einfach nur Montag bis Freitag, bis Sonntag eingetragen, aber noch keine Wochentage, also kein Kalender. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte im November anfangen, kann ich im November anfangen. Da hat man hier also erstmal übrigens gehört. Dann den Monatsplaner. Kann man, wie gesagt, anfangen, wo man möchte. Wie viele Seiten sind denn das? Wie viele Tage haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 24? Ach, ja, das ist also mal für einen Monat. Also ein Monat, zwei Monate, drei Monate, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ist dann für ein Jahr Tatsache. So, und dann hat man hier die Wochen. Das sind dann wahrscheinlich, wie viele Wochen hat so ein Jahr? 54? Ich glaube ja, ne? Oder 53 oder 56, ich weiß es nicht. Einfach irgendwas um die 50. Das sind dann für jede Woche immer so. Ja, sind alle gleich aus, ne? Ja, genau. Also Montag bis Sonntag, wichtige Notizen. Und was war das Beste, was mir diese Woche passiert ist? Ja, gut, wenn man sich das aufschreiben will, wenn man sonst vergisst, dass was Schönes passiert ist. Ja, und dann hat man hier... Ich finde das ja auch mit diesen Dot-Linien. Da hat man dann einfach für Notizen, das sind dann so gedottete. Da kann man dann seine Tracker und was weiß ich was reinmachen. Macht man sich noch Tabs dazu. Auch ordentlich noch viele Seiten. So, das ist alles noch Notes. Und dann gibt es noch ein paar Seiten. To-do, to-do, to-do.
So eine, ja, was ich immer mache, wenn ich sage, so, jetzt Fenster putzen, das machen, ich schreibe mir das immer gerne auf, um es dann wegzustreichen, weil dann finde ich immer, dann sieht man das, was man geschafft hat. Klar, man braucht nur das Fenster angucken, man sieht, dass es geputzt ist, aber wenn es auf so einer Liste abgestrichen ist, ganz ehrlich, es ist großartig, weil man sieht es schwarz auf weiß sozusagen, ne? Ja, da sind halt auch ein paar Seiten von da. Ah ja, und dann hat man hier natürlich wieder noch die obligatorischen Sticker. Guck mal. Oh, da ist was weggeknickt. Ganz schnell wieder gerade biegen, dann kann man sie noch benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also auch für 12 Monate. Die Tage, muss man die dann da reinkleben? Ja, da in das Feld wahrscheinlich dann, ne? Oder? Wie groß seid ihr? Ja, denke ich mal. Oder? Man kann sie auch da reinkleben. Aber das ist ja eine Fusselarbeit. Nee. Also wie gesagt, da hat man Tage. Und dann hat man hier hinten noch so ein... Ach, so ein... Guck mal, so ein... So ein Umschlag, wo man noch was reinstopfen kann. Das finde ich eigentlich ganz niedlich. Und hier noch die Lasche natürlich für den Stift. Buchecken. Ich hasse diese Ringe. Die machen immer nie, wie ich will. Deshalb habe ich die auch nicht. Die sind immer so stur. Ja, gab es den auch noch in anderen Farben. Aber ich fand den jetzt hier in Babyrosa irgendwie voll schön. Hauptsache, der geht hier ab, ohne alles kaputt zu machen. Ah, scheint gut zu sein. Ah, machen wir ihn gleich ab. Was hat der gekostet? 2,89. Dafür ist er okay. Vor allem, wie gesagt, er ist halt nicht so, du musst jetzt im September anfangen oder du musst im Oktober anfangen. Ich kann anfangen, wann ich lustig bin. Und wenn ich erst im Februar anfangen will, kann mir keiner vorschreiben. So. Das war vorhin nicht da. Das sind Marzipankartoffeln mit Spekulatius. Kennt das jemand? Sind ja auch nicht so wirklich viel drin. Sind von Centis. Kosten 99 Cent. Und ich bin so ein neugieriger Schlumpf. Ich teste die jetzt mal. Ich opfer mich für euch. Also. Also, wenn man Spekulatius mag, tue ich ja. Und wenn man Marzipan mag, ist das mega lecker. Oh, gefällt. Ich mag es. Also von mir getestet und für gut befunden. Wie gesagt, man muss Spekulatius mögen, man muss Marzipan mögen. Das ist hauptsächlich Marzipan, aber so ein bisschen Spekulatius. Oh, doch, kommt ganz gut durch. Lecker. Oh, die sind ja gut. Wieso hat er nur eine Tüte davon mitgenommen? Hallo, Männer? Entschuldigung. So. Dann habe ich da auch ins Leben gekriegt. Diese hier. Das sind diese Woodless Pencils. Die sind ja auch schon tausendmal gezeigt worden. Deshalb packe ich die jetzt auch nicht aus. Die sollen super gehen für... Ja, mit Wasser. Ne? Für mit Wasser. Ja, also hier einfach mit einem nassen Pinsel Farbe abnehmen und dann so aquarellieren. Oder ausmalen, ne? Wie auch immer. Das sind die Farben. Und es ist einfach nur Farbe. Es ist im Prinzip wie eine dicke Mine mit ein bisschen Folie drumherum, ne? Was kosteten die? 2,29. Aber wie gesagt, die sollen echt gut Farbe abgeben und... Jo. Hoffen wir das Beste, ne? Dann habe ich mir... Hatte ich mir ja erst geholt... War aber wohl irgendwie eine Motorsproduktion, funktioniert nicht. Jetzt habe ich mir mal ein USB-C zu USB-C geholt, weil mein Handy will mit diesem USB-B-Kabel will's nicht mehr so richtig. Ich habe jetzt hier eins von meinem Männe mit zweimal USB-C. Das funktioniert ganz gut, aber das ist ein bisschen kurz. Da bin ich hier natürlich mit den... Wie viele Meter sind das eigentlich? 3 Meter, da in der Mitte für Blinde, ne? So. Wenn ich mir den 3 Meter ein bisschen besser bediene, habe ich hier weniger Spannung drauf und kann auch ein bisschen mehr bewegen, weil so Kamera rauf und runter ist schon, muss ich schon aufpassen, dass der Stecker nicht rausrutscht. Kostet auch nicht die Welt. 1,79. Wollen wir hoffen,
Das andere war natürlich hübscher hier, das rosane. Aber was nützt hübsch, wenn es nicht funktioniert? Das ist ja hier so Männergrau, ne? Aber gab's halt nur noch die Farbe. Schauen wir mal. Wenn es funktioniert, ist mir das auch egal. 1,79. Dann, wenn ihr mein Temu-Haul gesehen habt, habe ich mir die hier noch geholt. Weil ich gesehen hatte, das ist, ja genau, da ist es auch. Da ist auch ein Blankopapier drin. Das ist aber deutlich kleiner als das von Temu. Na, schauen wir mal. Und ich will probieren, ob das und das von Temu ungefähr die gleiche Qualität hat oder ob das besser ist oder schlechter. Aber dann nehme ich euch dann mit, wenn ich da, weil ja jetzt die fertigen Motive, weiß ich nicht, ob ich die jetzt mich interessiert halt nur, wie die Qualität von dem ist, weil ich will da was raufstempeln und anmalen. Eigentlich wollte ich zweimal was raufstempeln. Könnte enger werden. Bei den anderen passt das, weil ich wollte es einmal mit Buntstifte und einmal mit Twin-Markern. Weil ich wollte einfach gucken, wie kommt die Farbe rüber und so. Also es wird so ein Testvideo, ne? Und dann testen wir da mal was. Diese Kartoffeln. Oh, ich könnte jetzt die ganze Zeit hier diese Tüte Kartoffeln, Marzipankartoffeln auffressen. Kartoffeln, Marzipankartoffeln, Spekulatius. Herrlich. Haben die ja schon wieder. Ah ja, 2,22 kostet das Schrinkfolien-Set. Dann habe ich mitgenommen für einen Schnell-Adventskalender. So, das sind so 24 kleine Büttelchen. Da ist Schnur bei. Und da sind sogar diese, na die Holzdinger nicht, aber diese Papieranhänger sind da auch bei. Mit einem Durchmesser von 4 cm, 2,50 Meter Schnur. Und 24 so eine Tüten. Oder ist nur ein so ein Aufhänger dabei? Ich guck mal kurz nach. Wenn das nur einer wäre, wäre ja lächerlich, ne? Das können sie ja nicht bringen, oder? Na doch. Bringen können sie alles. Aber es sieht tatsächlich aus, als ob da... Es ist tatsächlich nur einer, oder? Ja komm, bevor wir jetzt meckern, gucken wir uns das erstmal in Ruhe an. Also ich sehe keine weiteren bis jetzt. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass pro Tüte ein so ein Ding da drin ist. Aber nee. Sieht... Ach doch, doch. Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es denn 24 Dinger sind. Gut, da sind denn die... Ich dachte eben gerade, Tatsache, dass nur einer drin. Hätte ich ja die Welt nicht mehr verstanden, ne? Und das sind so kleine, oh guck mal, die haben so einen schönen Falteboden. Werden dann da geknickt und da geknickt. Dann faltet man den Boden hier unten zusammen. Da werde ich mir auf jeden Fall eine von auftrennen als Schnittmuster. Die finde ich cool. Weil die halt so einen schönen Standboden haben. Und dann kann man sich hier so einknicken und dann hier. Und dann schon oben mit einem Brad oder mit einem Band oder wie auch immer zumachen. Die gefallen. Band ist auch okay. Gibt Schöneres, aber man hat ja auch noch Schleifenbänder oder. Oh, knistert nochmal. Entschuldigung. Ja, ich will jetzt ja auch nicht die Dingers da verlieren. Was haben die Tütchen eigentlich gekostet? 24 mit Jute-Schnur. 1,49 haben die gekostet. Für 1,49 macht man keine 24 Tüten selber. Da ist das wirklich, ja, nee. So mal eine, ja, man kann ja auch das Große, die Größe anpassen, aber für einen Adventskalender zum Beispiel, für das Geld, für 1,49, das macht man nicht. Da verknallt man viel mehr für Papier und Sonstiges. Also das ist richtig billig. Ja, so, ich bin ja eigentlich nicht so der Washi-Tape-Freak. Aber dieses pastellfarbene Washi-Tape fand ich irgendwie voll schön. Und das wollte ich einfach haben, weil die Farben mir halt gefallen. Ich finde die so freundlich. Guck mal, die sehen so nett aus. So ansprechend. Die dunklen wollte ich nicht, waren aber auch noch da. Aber hier diese Pastell-Rainbows, die fand ich schön. Ich packe die jetzt aber auch nicht aus. Die bleiben da drin. So.
dass ich sie irgendwann mal benutze. Was hatten die denn eigentlich gekostet? Washi-Tape, 1,46. Oh Gott, das geht ja. Aber wie gesagt, warum soll ich mir mehr mitnehmen? Ich wollte nur die pastellfarbenen, ne? Die fand ich schön. Die Tüten, 1,49, da ärgere ich mich ja schon wieder, dass ich nicht mehr mitgenommen habe. Denn wäre ja ich Kalender dieses Jahr, aber holla, die Waldfee einfach gewesen. Noch irgendwelche größeren Kreise ausstanden, so klack, 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 das andere Ding da rauf, da doch die Tüten zur Nummer rauf. Das ging ja denn ab wie Lucy hier. So. Dann hat mein Männer noch für Halloween saure Lollis. Saure Erdbeere, saure Zitrone und saure Apfel. Okay, wie viel sind da drin? Hm? 10 Stück. Haben wir mal eine normale Größe. Okay, was haben die gekostet? 1,24. Naja, Gott. Er verwöhnt ja die kleinen Säcke gerne. Dann haben wir uns für den Keller diesen Luftentfeuchter geholt. Das ist so ein Nachtfüllpack, das kommt in diese, na, seht ihr das, in diese komischen viereckigen Kisten. Und normalerweise gibt es ja von Uhu oder was weiß ich was, gibt es ja diese Nachtfüllpacks und die sind ja richtig teuer, ne? Bei Action gab es die jetzt für 98 Cent für einen 450 Gramm Nachtfüller. Und ich hatte dann erstmal pum pum pum, weil wir haben das gleich fünfmal mitgenommen. Und dann fiel mir auf einmal auf, die haben ja unterschiedliche Farben hier, diese Linie war mal. Und ich so, hä? Ja, und Tatsache, das ist Zitronenduft, das andere war Flieder und dann gab es noch Lavendel. Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. Ich glaube, bei Flieder werde ich nicht mehr in den Keller gehen können. Mir wäre der Kopf geplatzt. Ich mag den Geruch überhaupt nicht. Also kopfmäßig, ich kriege sofort Schädel davon. Das ist halt einfach so. Wie gesagt, aber für 98 Cent kann im Keller wieder aufgefüllt werden. Jo. Ja. Was soll ich sagen? Mein Mann, Halloween. Er findet das toll mit diesen Glotzern für die Kinder. Da sind aber auch nur noch, werden auch immer kleiner die Tüten, ne? 1, 2, 3, 4. 4 Augen drin. Und eine so eine Tüte kostet 1,39. Hat er 8 Stück von mitgenommen. Also, wir stecken hier echt wildfremden Kindern Werte in Arsch. Das ist nicht normal. Da könnte ich mir eine Stange Zigaretten von kaufen, von dem, was der ganze Scheiß kostet. Aber man macht's ja irgendwie gerne. Ne? Die sind ja irgendwie niedlich. Vor allem, wie gesagt, diese Ganslutschen, die kaum noch laufen, noch nicht mal richtig laufen können. Und dann stehen die da so als kleiner, dicker Kürbis vor der Tür und mit Schnoddernase und Ding, 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 was hast du gesagt? Ding, Ding, Ding. Hä? Fangen sie an zu blären, weil man sie nicht versteht. Oh Gott, die sind so niedlich. Ich mag sie. Nicht alle, aber die meisten. So schlimm sind so die Mittelalten. Also die ganz Alten sind ja auch wieder total niedlich. Also was heißt die ganz Alten? So die 14- bis 16-, 17-Jährigen kommen hier auch. Weil die wissen, hier gibt das was. Also schlimm sind so diese Tweens, heißen die, glaube ich. So zwischen 8 und 12. Das sind ja so eine Rotzlöffel, ne? Hier den ganze Jahr an der Haustür Klingelstreich machen und sich darüber bejubeln, dass der Hund jedes Mal rumkläfft. Aber Halloween vor der Tür stehen und bin ich ja geneigt, wenn ich den Rotzlöffel sehe, zu sagen, du kleines Arschloch kriegst gar nichts, weil du bist ein Arschlochkind. Aber man ist ja eben nicht so, ne? Obwohl ich es wirklich gerne machen würde, besonders bei diesem Arschlochkind. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als diesen Köter jeden Tag 3-4 Mal einfach hochzubimmeln. Nur weil es lustig ist. Es ist einmal vielleicht lustig. Aber 3-4 Mal am Tag und das jedes Wochenende, irgendwie nicht, ne? Ja, ich hab die Tür auf. Ich habe auch gesagt, irgendwann stehe ich mal an der Tür, weil die kommen immer zu ungefähr zur gleichen Zeit. Und nachdem sie mit der...
Und dann reiße ich einfach die Tür auf und dann kann der Hund dem mal sagen, was er davon hält. Wobei darf man, nein, darf man nicht. Es ist nicht in Ordnung. Weil wenn der Köter ihn zu fassen kriegt, dann wird aber geheult. Dann, bis einer heult. Doch, ein Arschloch weniger. Dann ein Arschlochkind weniger, ja, nee, komm. Wie gesagt, es ist halt ein Arschlochkind von 150. Es ist ein Arschlochkind. Die anderen sind alle voll niedlich. Aber dieses eine Arschlochkind, das geht mir richtig auf den Sack. Aber der ist immer so gut verkleidet, den erkennt man einfach nicht. Das ist echt ein kleiner... Ich warte auf den Tag, wo er ein Carport an meinem Auto irgendwas kaputt macht. Dann schladder ich mir den, aber dann gibt's aber richtig. Dann ziehe ich ihn an den Ohren quer hier durch die Siedlung bis zu seinem Vater und dann kann sein Vater das alles bezahlen. Weil sein heiliger Engel ist ja ein ganz liebes Kind, wenn man dem sagt, hier dein Sohn... Nein, 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 das macht mein Sohn nicht. Manchmal glaube ich, sind die Leute eigentlich so blöd, dass sie nicht wissen, was ihre Kinder für Arschlöcher sind? Ich wusste bei meiner Tochter genau, wenn die lügt. Und ich hätte nie angenommen zu sagen, na, meine Tochter macht das nicht. Ja, nein, und meine Tochter lügt auch nicht. Bullshit, jedes Kind lügt. Mehr oder weniger. Ne? Ich kann doch mich nicht da hinstellen und glauben, dass mein Kind ein Engel ist. Wenn andere mir sagen... Das macht das Leben einfach. Nein, das macht das Leben nicht einfach, das ist verstrahlt. Für die Eltern schon. Ja, für die Eltern, ja. Mhm. Aber das wird dann irgendwann teuer. Na, also ich meine, er hätte ja ihn sich mal beiseite schnappen können. Wie gesagt, also die Sicherung von der Klingel irgendwie... Er drückt ja oder auch rauf, bis die Klingel brennt. Ne? Also das ist unglaublich. Jetzt suche ich hier gerade was und ich finde es nicht. Habe ich das schon weggekritzelt? Ja, habe ich schon weggekritzelt. Warum habe ich das gemacht? Ich habe nämlich hier noch was im Wahr. Das ist eine Uhr. Die hatten sie vorher nicht. Das ist eine. Ich habe ja diese andere, diese höhere. Aber ich fand die jetzt hier irgendwie auch schön und ich finde, die passt optisch viel besser zu meiner Mutter ins Wohnzimmer. Und da die am 16. Geburtstag hat und wir am Wochenende darauf bei ihr sind, muss ich zusehen, dass ich die noch fertig gebastelt kriege irgendwie. Weiß nicht, ob ich euch dabei mitnehme oder nicht, weil wie gesagt, ich fluch bei sowas immer ganz viel. Ja, sieh zu. Und bin am Meckern und am Pöbeln und am Motzen. Aber ich finde sie halt irgendwie auch wieder so, lasse ich sie so, male ich sie an. Das sind alles wieder Sachen, da muss ich mich mit alleine. Das ist einfach so. Gut, ja, das alles waren dann halt 150 Euro glatt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fahrt dahin für den Arsch war. Ja, die Fahrt an sich war für den Arsch, weil sie warm. Mit noch ein bisschen Stau und scheiß Baustelle und... Oh, man hat viel gekriegt. Im Nachhinein ärgere ich mich nur die Krätze, dass mein Mann frecherweise nur eine Tüte von diesen Marzipan-Spekulatius holt. Zum Probieren. Ja, das kannst du nicht bringen, sowas. Digga, das ist lecker. Und ja, wäre scheiße gewesen, hätte ich wieder Lunches gekriegt. Nee, dann hättest du das essen müssen, wie immer. Aber das sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sind mal gerade 10 Kügelchen drin. Ja, gewöhnlich drin. Du kannst dich auch mal an was anderes gewöhnen. So, ich glaube, wir müssen hier kurz mal was klären. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und sagt Adieu zu Menne. Ich weiß nicht, ob er die nächsten 5 Minuten überlebt. Bis dann, ciao.